Herzlich willkommen zum Raw Summit 2020. Ich möchte dich einladen in eine Reise in die Zahngesundheit, wenn zum Beispiel jemand gerade in die Rohkost startet und das Obst und die Trockenfrüchte, die sind halt einfach so verlockend und auf das Grünzeug, da hat man also eher vielleicht gar nicht wirklich Bock drauf. So in unserem Körper, wir haben so, ich sage mal, wir haben so ein Mineralienbankkonto mit einem Guthaben auf einer Seite und der Ausgaben auf der anderen Seite. Und das ist natürlich so, wenn einfach nur immer abgezogen wird vom Bankkonto und nicht wieder darauf eingezahlt wird, dann kann es einfach suboptimal sein. Zähne sind für mich sind lebende Organismen. Also man weiß, dass zum Beispiel die Zähne von feinsten Dentinkanälchen durchzogen sind, durch die bei Stressfreiheit und wenn wir keine kariogene Nahrung zu uns nehmen, dass da wirklich eine Dentinflüssigkeit bis an die Kauoberfläche gepulst wird, die einfach die Zähne mit einer schützenden Substanz umgeben. Oft einmal, wenn jemand auf Rohkost umstellt und natürlich gehen oft einmal Körper durch eine Detox-Phase und manchmal wird es ein bisschen unangenehm, dann sagt man immer, oh, Detox-Erscheinungen, da musst du durch. Wenn es mit den Zähnen unangenehm wird, lass dir bloß nicht einreden, dass das irgendwo Detox-Faktoren sind, weil wenn es um die Zähne geht und die werden sensitiv, dann sind wir schon in einer Entmineralisierung. Fürs Herz spielt auch noch was eine Rolle, und zwar wenn Menschen ein permanentes Gärungsgeschehen haben. Da stellt sich vor, es ist ein Gärungsgeschehen im Magen und der Mageninhalt dehnt sich aus und der kann oft nicht sich nach unten ausdehnen, weil da ist oft die viel zu enge Hose. Also dehnt er sich nach oben aus und einige der Herzthematiken könnten einfach eben daher rühren, dass einfach so der Magen in diese Richtung drückt. Bei der Bauchspeicheldrüse ist es oft einmal so, dass die Menschen sich die Süße im Leben nicht wirklich so ganz gönnen. Ja, so die Freude und so weiter. Und dann wird halt sehr oft etwas überkompensiert, beispielsweise mit Kohlenhydraten, Zucker, mit Früchten. Man kann hier zum Beispiel sehr gut unterstützen mit Chlorophyll. Für den Magen spielt noch was eine Rolle, und zwar eigentlich grundsätzlich für den Verdauungstrakt, dass wir kauen. Ich meine, wir wissen, der Magen hat keine Zähne, aber die meisten essen so, als hätte der Magen einfach Zähne. Ob es jetzt der Smoothie ist, der Fruchtsaft, die Trockenfrüchte, was auch immer, es gehört ordentlich eingespeichelt, weil das ist der erste Verdauungsschritt.